Hallo zum Short Review Podcast mit Sascha. Ich habe Sammlerprobleme. Ich gebe es ehrlich zu und ich werde mich bei den anonymen Sammlern bestimmt irgendwann mal eintragen müssen. Aber meine Probleme beziehen sich wirklich auf meine Filmsammlung. Ich liebe Filme, ich schaue sie gerne und immer wieder und deswegen ist es auch kein Wunder, dass ich mir die Filme auf Blu-ray mittlerweile im aktuellen Medium kaufe. Ich bin so ein physischer Sammler, das heißt so rein digital immer alles so von Netflix oder vom Amazon Prime. Nur zu schauen reicht mir nicht. Ich brauche sie in meinem Regal, weil ich irgendwie, ja, es fühlt sich für mich besser an einfach. Angefangen habe ich als Sammler schon sehr, sehr früh. Irgendwie, wenn man so in den 80ern aufwächst, war das noch eine ganz andere Zeit mit Sammeln. Da war die Videokassette natürlich das besondere Medium. Und als ich aufgewachsen bin, hatten meine Eltern noch keinen Videorekorder. Ja, ihr hört richtig, Videorekorder. Heute ist es gang und gäbe, dass jeder einen Videorekorder hat oder am Computer alles abspielen kann. Nur, oder Videorekorder, dann den DVD-Player, den Blu-ray-Player, über die Spielkonsolen, alles ist jetzt möglich, das zu benutzen, um Filme abzuspielen. Damals war es anders. Als ich in den 80ern aufgewachsen bin, gab es die nicht. Ich hatte nur den normalen Fernseher, auch sogar nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, oder ich, nicht ich, sondern meine Eltern am Anfang. Und dann mein Bruder und ich halt die Filme auch in Schwarz-Weiß geguckt, in TV-Serien und alles. Und Schwarz-Weiß-Fernseher kennt man auch nicht. Es ist heute wie so ein Stilmittel. Aber egal. Ich habe mir die Sachen halt nur im Fernsehen angeguckt und wenn ich was irgendwie aufnehmen wollte, habe ich eine Hörspielkassette genommen. Also beziehungsweise Hörspielkassette, eine ganz normale Kassette, habe einen Kassettenrekorder vor den Fernseher gestellt und habe dann meine Sendung aufgenommen. Meistens waren es so Serien wie Captain Future und dann konnte ich sie immer weiterhören, diese 25 Minuten Episoden, so um den Dreh herum ging die ja. Aber ein Videorekorder, sowas hatte ich noch nicht. Ja, eben halt wie gesagt, unsere Familie hatte das noch nicht. Das dauerte so ein paar Jahre. Ich glaube, den ersten Videorekorder, ja, so 87, 88, kann sein, dass ich da den ersten Videorekorder wirklich erst besaß. Aber davor nicht. Der Videorekorder wurde ausgeliehen aus einer Videothek damals von meinen Eltern, meistens übers Wochenende. Also sind wir dann zu dem Markt gegangen, das war so ein großer Supermarkt oder und der hatte eine Videothek nebenan und in der Videothek haben wir uns dann eben am Freitag Nachmittag den Videorekorder geliehen mit drei oder vier Filmen. So war es in meinem Angebot. Das konnte, weiß ich nicht, was das gekostet hat. Das waren bestimmt so um die 30, 40 Mark für diese paar Tage bis Montagmorgen. Und dann haben mein Bruder und ich das eben ausgenutzt. Da wurden dann Filme ausgeliehen wie Star Wars Episode 4 bis, na Quatsch, nicht 4, doch, Episode 4, 5 und 6. Ja, das mit den Episoden ist ein bisschen ungewohnt, denn damals, als ich das gesehen habe, gab es noch nicht Episode 4. Es war einfach nur das Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi Ritter. Weiter waren dabei die Superman-Filme, Superman 1, 2, 3, die Police Academy-Teile. Ja, und das waren so die hauptsächlichen Filme. Natürlich waren immer auch andere noch dabei, die habe ich jetzt vergessen. Aber das waren die wichtigsten für mich und meinen Bruder, weil Star Wars-Fans waren wir und wir wollten das sehen. Und wir haben es rauf und runter geguckt. Wir haben also teilweise geplant unsere Zeit und haben am Wochenende achtmal die Filme geguckt. Und dann waren da teilweise dreimal Transformers, sage ich jetzt schon, Star Wars da drunter oder eben Superman. Es war, ja, es war was Besonderes. Und das war ja nicht so, dass wir jede Woche sowas ausgeliehen haben. Es war mehr so, ich sag mal, einmal im Vierteljahr. Auf jeden Fall war es was Besonderes und so war es natürlich auch schön, diese Filme mal zu sehen. Man wollte natürlich auch gerne diese Videos besitzen. Nur, wenn man sich die Anzeigen zum Beispiel auch in alten Cinemas anguckt, kostete so ein Video weit über 100 D-Mark. Das sind heute ja zwar gut 50 Euro, aber es war damals sehr, sehr viel Geld. Und eben hat nicht jeder einen Videorekorder. Videorekorder kosteten um die 1000 Mark. Also, das ist schon das sehr viel gewesen und das für einfache Rekorder. Naja, wie dem auch sei, es hatte eben halt gedauert, bis man seine eigene Sammlung hatte. Und ich glaube, so um 88 auf jeden Fall hatten wir einen eigenen Videorekorder und da habe ich dann bei meinen Eltern aufgenommen mit der Ausbildung, wo ich angefangen habe. Ein paar Jahre später habe ich dann auch mir einen eigenen gekauft. Und dann habe ich natürlich fleißig selbst aufgenommen und mir Filme gekauft. Die waren mittlerweile erschwinglicher. Teilweise hat man sie gebraucht in der Videothek dann gekauft oder eben halt, ja, neu. Die wurden ja auch billiger so oder erschwinglicher. Der Preis ist eben ja gesunken. Es war auf jeden Fall so, dass ich da viel gesammelt habe und so hat sich eine stattliche Filmsammlung auf Videokassette angebahnt bei mir. Und eigentlich wollte ich, bevor ich über diese Videokassetten rede, eigentlich noch erzählen, meine Eltern hatten einen
Super 8 Filmprojektor. Das heißt wirklich dieses, ja, ein Filmprojektor mit so schöner kleinen Spule über eine Leinwand. Und da haben wir dann ein paar Kurz-Zeichentrickfilme gesehen. So 8 Minuten war Maximum auf so einer Rolle. Und da wurde dann ein Stan und Ollie Sketch gezeigt oder ein kurzer Disney-Cartoon mit Donald Duck oder Mickey Mouse. Und da gab es übrigens auch erstmals Filme. Man konnte wirklich damals in den 80ern auch auf Super 8 Filme kaufen. Das heißt, Superman, Star Wars, um das mal auch anzuführen, Rambo und all dieses gab es wirklich dort auf Super 8. War aber meistens dann in mehrere Teile geteilt und auch nicht vollständig. Das waren dann so Höhepunkte, das war zusammengekürzt. Es gab Versionen mit Ton und auch ohne Ton. Und das waren auch maximal so 10 Minuten pro Video oder beziehungsweise Filmrolle. Auf jeden Fall ist das sehr spaßig gewesen. Ich habe davon aber nur ein paar gesehen. Die Zeit war schon so vorbei und das war wirklich mehr so ein Sammlerzeug, sag ich. Ja, sag ich mal schon wieder. Egal, es war auf jeden Fall. Das wird wohl ein Spruch dieses Videos werden. Später habe ich ja Videos gesammelt und da kam eine ganz schön stattliche Sammlung, ja, zustande. Also ich habe mal irgendwann gezählt. Ich glaube, ich hatte 300, 400 Videokassetten. Die machten natürlich auch sehr viel Platz aus. Also es fing klein an mit einem kleinen Schrank voll. Irgendwann war es ein großes, ja, große Schrankwand, kann man so sagen. Mit der Zeit der kommenden DVD, die DVD ein Medium, was sich wirklich ja, bewährte und auch wirklich mehr bot, weil das Bild wurde besser und Features wurden drauf gepresst, wie Making-ofs, Trailer. All das machte das reizbarer und man wollte auch mit dem Trend gehen. Also wurden die Videokassetten ausgetauscht mit den DVDs. Es war platzsparender. Eine Videokassette, ja, die Breite kann man so sagen, waren 2 DVDs. Also sparte man natürlich Platz. Bei 100 oder über 300, wie ich hatte, Videokassetten, machte sich das schon aus an Platz. Und so konnte man natürlich doppelt unterbringen. Man sammelte eben die ganzen DVDs dann von Filmen. Es wurde ja auch eine Menge neu aufgelegt, wie es so immer üblich ist, wie heute ja auch noch mit älteren Filmen für die neuen Blu-rays oder 4K-Discs. Auf jeden Fall habe ich ausgetauscht. Und mit der Zeit natürlich auch nochmal dann DVDs selbst ausgetauscht, weil so einige Auflagen, gerade von den ersten Generationen, waren noch nicht perfekt. Es gab teilweise Discs von Warner zum Beispiel, wo auf beiden Seiten eine Version war, einmal in 4 zu 3 Format und dann in 16 zu 9. Das wurde natürlich abgedatet irgendwann mit nur einer Disc in eben 16 zu 9, weil 4 zu 3 wollte keiner mehr sehen. Die Fernseher waren alle dann irgendwann 16 zu 9 und das war ja das Original-Kinoformat. 4 zu 3 war eben zusammengeschnitten. Das war ja auch bei den Videokassetten oft so, dass dieses Bild auf 4 zu 3 geschnitten war. Man hatte das zwar nicht so registriert, weil es irgendwie selbstverständlich war, den Film danach in 4 zu 3 zu sehen auf Video. Und später war das was Besonderes, dann auch diese 16 zu 9 Versionen sich zu kaufen. Ich habe mir damals aus England extra Stirb langsam, Star Wars und Alien, glaube ich, gekauft auf Videokassette, nur damit ich die 16 zu 9 Fassung hatte, die wesentlich besser aussahen. Man sah ja auch mehr, man entdeckte mehr plötzlich bei den Filmen. Und es wurden teilweise da auch schon mal Specials auf die Videokassette gepackt, wie zum Beispiel kleines Making-of oder ein Trailer. Man hat das Medium schon ein bisschen mehr ausgenutzt. Die DVD bot natürlich jetzt inzwischen wesentlich mehr. Und da wurde, wie ich sagte, eben halt auch abgegradet von den doppelseitigen. Es gab sogar Filme, die gedreht werden mussten. Das heißt, ein Film war nicht komplett auf einer Disc-Seite, sondern musste die Seite drehen. Dazu waren so die ersten Veröffentlichungen noch nicht so gut im Bild. Also ich hatte damals Batman 1 von Tim Burton. Das war auch eine der ersten DVDs, die Warner rausgebracht hat. Die war nicht so gut. Der Schwarzwert war bescheiden. Es flackerte, er atmete richtig. Also man merkte, wie die Schwarz- und Graustufen ineinander schmolzen. Und zwar pixelig im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Die DVDs sind mit der Zeit natürlich wie alles andere besser geworden. Die Qualität hat sich verbessert. Und so, ja, wurde Batman auch auf DVD abgegradet. Es gab dann eine schöne Special Edition mit einer ganzen Bonus-Disc und Specials und die lohnte sich auch und da wurde meine alte dann einfach aussortiert. Das war eben halt das. Man hat die DVDs schön gesammelt und dann kam Blu-ray, beziehungsweise Blu-ray und HD-DVD. HD-DVD ist ja das Konkurrenzformat gewesen, wovon sich Blu-ray durchgesetzt hat. Warum auch immer, ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts. Aber es hat sich durchgesetzt, sodass man auf Blu-ray
sammeln musste. Ich habe angefangen auf HD-DVD ein bisschen zu sammeln am Anfang, weil ich eine Xbox 360 hatte und es gab für die Xbox 360 ein HD-DVD-Laufwerk. Und die HD-DVD hatte ja auch etwas. Sie konnte als erstes Bild in Bild bringen und so ein bisschen, ja, hatte irgendwie mehr kleine Features am Anfang, dass die Blu-ray nicht wirklich hatte. Und die hat es nur kurz genutzt, dieses Bild-in-Bild-Feature, was wirklich möglich ist auch auf der Blu-ray, hat es aber nie wirklich richtig genutzt später mehr. Und heute auch wird es kaum noch genutzt. Das ist genauso wie die verschiedenen Kamera-Angles, also verschiedene Kamerawinkel, wenn man einen Film guckt und variieren kann zwischen den Bildern. Das war erstmals möglich mit der DVD. Es hat zwar hauptsächlich die Pornoindustrie genutzt, aber einige Filme auch. So hatte ich damals Jagd auf Roter Oktober. Und wenn man den Kameraengel, also Angel, ach wie immer, Kameraengel, den Kamerawinkel sozusagen änderte, war das der Austausch der Sprachteile. Also wenn deutsche Sprache eingeblendet, englische Sprache eingeblendet wurde und gab es dann auch einen Bereich, oder gab es einen Winkel sozusagen, wo das Gleiche mit deutscher Sprache war. So war das eben halt, konnte man die Sprachversion austauschen oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Ich hoffe, ihr versteht mich. Dieses Feature wird heute ja auch kaum noch genutzt. Es ist viel möglich mit der Blu-ray und mit der DVD. Ich habe auch sogar noch einige interaktive DVD-Games, die es gibt. Und auch das wird heute kaum genutzt, dieses Feature. Also die DVD und Blu-ray, auch über diese Player, kann sehr viel. Man nutzt es nur heute nicht mehr. Jedenfalls, die DVD hatte meine Videokassette abgelöst. Ich habe jetzt nur noch ganz, ganz wenige Videos und da sind es meistens Versionen, wo ich ein schönes Cover von hatte, wie zum Beispiel Der Tod auf dem Nil von Agatha Christie mit Peter Ustinov in der Hauptrolle. Das hat einfach so ein ganz altes Cover und es ist ein Film, den ich sehr liebe und da musste ich die Videokassette behalten. Ansonsten habe ich fast keine Videokassetten wirklich behalten, weil sie sind abgegradet worden. Es gibt sehr gute Blu-rays und DVDs, die teilweise sogar ungeschnittener als die Videokassette sind. Denn wir hatten ja damals dann die FSK-Version und wenn die bearbeitet wurden, was man nicht unbedingt wusste, weil sowas wie Schnittberichte online gab es noch nicht, dass man direkt das vergleichen würde, auch kein Wikipedia, dass man herausfinden konnte, gibt es da geschnittene Szenen oder nicht. All das gab es nicht. Naja, so habe ich jedenfalls dann abgegradet und ja, es ist eine stattliche Sammlung und ich glaube, jetzt habe ich noch DVDs im Tausenderbereich. Also ich habe wirklich über 1000 DVDs und das, was ich hier in dem Podcast mit den Videos ein bisschen einblende, ist nur ein Auszug von dem, was ich besitze. Das ist also nur so ein bisschen, oder ich und mein Bruder, wir haben eine gemeinsame Sammlung. Es ist eben halt sehr viel mittlerweile und man hat eben halt die DVD schön, ja, man hat abgegradet. Es gab natürlich auch mal ein paar Special Edition von der normalen Fassung, dann auch mit mehr Specials. Hat man sich die DVD dann gekauft und es gab auch zum Ende hin einige neue Remastered-Fassungen. Das heißt, das war doch das Bild noch mal ein bisschen besser als eben halt am Anfang, denn oftmals wurde auch nur die Videokassette konvertiert auf die DVD, jedenfalls am Anfang. Später waren es wirklich komplett gemasterte Teile, die direkt auf die DVD gepresst wurden. Das hat sich auch das Computerzeitalter verändert, wo eben halt sehr viel mehr die digitale Bearbeitung verbessert wurde und dadurch, ja, wurden die DVDs besser. Irgendwann gab es ein neues Medium und dann kam ja die Blu-ray. Die Blu-ray, ja, hat mich auch gleich angesprochen und auch hier hatten wir im Übergang das so, viele Blu-rays waren am Anfang eigentlich 1:1 die DVD. Es wurde wirklich das DVD-Material rübergezogen. Dadurch hatte man natürlich einige schöne Fälschungen, würde ich in meiner Sicht sagen, oder Markenfälschungen, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, wo eben halt nicht ganz die Qualität, die möglich war, geboten. Doch die Filmverleiher haben natürlich mit der Zeit das auch geschafft, dort das Bild, was sie eben eingescannt haben vom Original-Filmrollenmaterial, wesentlich besser raufzubringen. Und so wurde die Blu-ray immer besser, qualitativ. Und die Folge natürlich sind heute dann ja auch 4K-Auflagen von alten Klassikern, wenn das Material entsprechend gut digitalisiert werden konnte. Also hoch ab, was da möglich ist. Ich staune auch heute immer noch wieder, wenn ich mich betrachte, wie gut die Bildqualität geworden ist. Auf jeden Fall, Blu-ray hat sich meine Sammlung auch vergrößert und ich habe, glaube ich, auch um die 1000 Blu-ray-Filme mittlerweile. Und so kommt es natürlich, wenn man sammelt, dass man, ja, man nicht nur die aktuellen Filme, wenn die rauskommen, die holt man sich gleich auf Blu-ray oder auf welche, die vorher nicht auf DVD erschienen sind. Also da gab es ja auch genug Titel, die nur auf Videokassette blieben, würde man natürlich auch gleich auf die Blu-ray wechseln. Ich habe jetzt nicht auf die 4K-Disc so gewechselt, weil ich habe da nicht die Ausrüstung für und ich glaube auch nicht, dass ich das so komplett machen werde, jedenfalls zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Aber egal, Blu-ray ist so mein neues Medium und ich
bin auch völlig begeistert, weil das Bild wirklich einiges hergibt und gerade mit den neuen Fernsehern und Beamern macht es wirklich Spaß, dieses klare Bild zu betrachten. Und es ist schon echt atemberaubend. Ich habe beide Sammlungen natürlich, DVD und Blu-ray, und bin natürlich auch so, dass ich sage, okay, ich grade ab. Sei es nun vom Flohmarkt oder ich kaufe im Angebot oder entsprechend kommt nochmal dieser Film raus und ich kaufe mir dann nochmal auf Blu-ray. Gerade bei Klassikern wie Star Wars habe ich das gemacht oder eben halt Predator, weil ich ein großer Fan dieser Sachen bin und nicht dieser Sachen, dieser Filme, so Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, die will ich auch als guter, ja, auf Blu-ray haben, in guter Qualität, damit ich sie genießen kann mit dem richtig vollen Bild. Dazu kommen natürlich auch mal Fassungen raus, die länger sind. Director's Cut plötzlich, das ist jetzt, kommt jetzt demnächst im November 2019, kommt von Punisher mit Thomas Jane, auch jetzt so im regulären Handel, nicht nur die Kinofassung, die ungeschnittene, sondern auch eine Extended Cut Fassung. 10 Minuten mehr Material als diese ungeschnittene Kinofassung ist drauf enthalten. In den USA gab es den schon etwas eher, der ist bei uns jetzt auch in Deutsch nachsynchronisiert, sind diese paar Szenen, sodass es überhaupt nicht auffällt. Bisschen eher ist diese Version schon im Mediabook erschienen, also es lohnt sich wirklich. Es ist ein paar zusätzliche Szenen, die noch ein paar Erklärungen geben. Auf jeden Fall, dass dieses rauskommt, das lohnt sich wirklich. Und entsprechend habe ich natürlich die Punisher Uncut-Fassung auch auf DVD gehabt. Ja, gut, oder beziehungsweise ich habe sie noch. Dadurch, dass das Mediabook aber nur die Extended-Fassung hatte, noch diese 10 Minuten länger als die Kino, ungeschnittene Kinofassung, habe ich noch nicht ausgetauscht. Jetzt würde ich es austauschen. Und so grade ich auch jetzt meine Sammlung ab, indem ich die DVDs dann nehme und aus meiner Sammlung packe, wenn ich eine Blu-ray entsprechend habe. Aber jetzt bekommen meine Sammler Probleme auf, denn es gibt DVD-Fassungen, die wirklich sehr gut gemacht sind und ja, auf eine Art für die Sammler ansprechender einfach sind. Fängt ganz einfach an mit dem Jewel Case einfach. Die Hülle der Blu-ray ist ja meistens dieses blaue, durchsichtige. Es gibt zwar auch schwarze, es gibt rote. Und manchmal passt es auch entsprechend. Also beim Punisher wird zum Beispiel dann die Neufassung rot haben. Das passt dann ein bisschen zu diesem 18er-Logo oder beziehungsweise zu dem 18er-Genre, dass es auch ein bisschen blutig ist. Oder mir fällt jetzt Minion ein, dieser Film mit den gelben Hauptfiguren. Und da ist natürlich die Blu-ray gelb. Wunderbar. Durchschnittlich sind aber gerade viele Filme mit diesem blauen Case bei der Blu-ray. Und gerade wenn ältere Versionen aufgelegt sind, ist es eben halt recht ähnlich. Da wird nicht viel Mühe gegeben. Das wird das Cover genommen. Wenn man Glück hat, ist da einfach ein Wendecover dabei, damit das USK-Logo nicht vorne ist und man das Poster so wie früher auch voll genießen kann. Ich habe jetzt hier drei Versionen, die jetzt mal als Beispiel dienen, wo ich schwanke, ob ich auch die DVD-Fassung behalte. Und das ist gerade dieses Sammlerproblem, was ich habe. Man gradet ab wegen dem Bild, ja, aber warum soll ich jetzt upgraden? Weil die Fassung oder diese Version auf DVD ist echt mit Liebe gemacht. Ich habe The Scorpion King rausgesucht. The Scorpion King kommt schön in einem goldenen Case mit einem leichten Holo-Cover. Oder so ein bisschen, ja, so Glanz, dass so ein gleicher Hologramm-Effekt dabei erzielt wird. Irgendwie, ja, es passt dazu und es wirkt ähnlich. Ist es dann auch bei Equilibrium. Equilibrium, ein Film mit Christian Bale, richtig klassischer Actionfilm, ist auch auf Blu-ray rausgekommen, wunderbar. Die erste Version, also nur die erste Auflage wohlgemerkt, hatte ein Holocover. Die zweite Auflage war ganz normal gedruckt, im gleichen Art-Style, wie eben halt auch die Blu-ray vom Cover her, aber die erste Version hat ein Holocover. Einfach nur geil. Das ist so eine Sache, da überlegt man, behält man es oder behält man es nicht? Ich frage mich das immer wieder. Und dann bin ich auch ein großer Fan von Specials. Ich gebe ganz ehrlich zu, Special Editions liebe ich. Ich gucke mir die Specials an, die Making-ofs, die Interviews, die Trailer, die rausgeschnittenen Szenen gucken bestimmt sehr viele immer wieder und auch die Outtakes. Das sind so wahrscheinlich Teile von diesen Specials, die jeder gerne mal guckt, weil es irgendwie auch interessant ist und Outtakes sind immer wieder lustig. Nur es gibt auch mittlerweile viele Blu-rays, die überhaupt keine Specials beinhalten und umgekehrt aber die DVDs, die haben Specials. Ich habe als Beispiel zum Beispiel Ronin. Ronin ist rein auf der Film und die DVD hat Specials. Zum Beispiel auch Dante's Peak, der Film mit Pierce Brosnan, wo er ja einen Vulkanausbruch miterlebt. Da gibt es auf DVD eine ganz tolle Special Edition, zwei Discs mit sehr viel Hintergrundmaterial. Gibt es nicht auf der Blu-ray. Was mache ich da? Stirb langsam, 1 und 2 gibt es in einer schönen DVD-Edition mit einer ganzen Special Disc, nur mit Specials. Wahnsinnig interessant.
Gibt es aber nicht auf der Blu-ray. Wie würdet ihr entscheiden? Würdet ihr sagen, ich behalte beide? Bisher mache ich das. Gleiches gilt auch für Pixar-Filme. Also Findet Nemo zum Beispiel gibt es in einer schönen Blu-ray-Edition, aber auch als 2-Disc-DVD-Edition mit sehr viel Specials drauf. Während es auf der Blu-ray mit den wesentlichen Specials eigentlich geblieben ist. Also sprich den Kurzfilm und so ein paar kurze Sachen. Aber es ist ein bisschen ausführlicher noch auf der DVD. Dann gibt es natürlich wirklich Collectors Editions, die es auf der DVD oder im DVD-Bereich gab. Und ich habe jetzt auch mal hier zwei rausgesucht, oder ich habe mehrere rausgesucht, die ich auch hier in den Fotos dann zeige, wie zum Beispiel Resident Evil. Der erste Film von Paul Anderson und auch der zweite, den er produziert hat, aber eben halt von Alexander Witt Regie geführt wurde, gibt es zum Beispiel in Sammlereditionen. Teil 1 kommt in so einem Bloodpack. Das ist nichts weiter als ein Umschlag, der so ein bisschen mit einer roten Flüssigkeit gefüllt ist und so ein paar Luftblasen, so dass man, wenn man es aussieht, als ob da so flüssiges Blut drin ist. Und Teil 2 gibt es in so einer Filmbox-Edition. Das ist in einer ganz normalen Hülle von einer oder in einer Art DVD-Hülle oder in so einer Größe von der DVD-Hülle und da drin ist eine kleine runde Filmdose und da ist die Disc dann direkt drin. Sowas ist natürlich was Besonderes und da grade ich natürlich nicht ab. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind für mich dann schon Überlegungen, was ich behalte. Ähnlich ist es auch mit den schönen Pappboxen. Es gibt so viele schöne Pappboxen im DVD-Bereich. Und ich habe jetzt hier auch ein paar ausgewählt, die ihr auf den Fotos seht, wie die Pupenden Flüsse 2, The Transporter und Spiel mir das Lied vom Tod. Echt toll gemacht, schöne Artworks benutzt und auch sehr viel Specials und echt begeisternd. Guckt man sich natürlich dann die die Blu-ray-Version davon an, sind sie sehr einfach. Das Cover und drumherum das blaue Case. Inhaltlich teilweise identisch, Specials und so weiter sind alle da drauf. Aber da frage ich mich auch, die Edition echt sieht so toll aus, ich kann mich nicht davon trennen. Also habe ich sie behalten. Dann gibt es auch die ganzen Steelbooks. Steelbooks sind auch modern heutzutage mit den Neuerscheinungen auf Blu-ray. Aber auch bei der DVD gab es zahlreiche Steelbooks. Umgekehrt ist es da auch. Viele Steelbooks, die damals erschienen sind, sind natürlich mit den Neuauflagen für die Blu-ray nicht dabei. Ich habe jetzt hier auch drei Beispiele schön rausgesucht. Silent Hill, Crank, schön mit einem Holo-Cover sogar drauf. Und The Transporter, richtig schöne Boxen. Inhaltlich sind die Blu-rays identisch, aber da überlegt man schon. Geile Editionen, cool diese Steelbooks zu besitzen. Aber wie soll man sich entscheiden? Die Sammlung wird ja größer. Man möchte natürlich upgraden, aber behalte ich sie als Filmliebhaber, als Sammler? Klar, man würde diese Edition nicht mehr in den Player packen. Es sei denn, man würde Specials gucken, die nicht enthalten sind auf der Blu-ray und hat Bock dazu. So wie ich jetzt einer bin, wenn ich einen Film gucke und Bock drauf habe und die Zeit, dann haue ich mir echt nochmal das Making-of rein. Oder ich seppe rein, weil ich irgendwie auch in der Stimmung bin, nochmal ein bisschen was über den Film zu erfahren. Klar, irgendwann würde mich vielleicht diese gleiche Sache dann auch fragen, wenn es 4K zu Blu-ray, wenn ich wirklich diesen Wechsel machen würde, würde ich dann dasselbe machen. Auch da upgraden die Disketten. Ich verspreche mich auch. Aber egal, das ist Live-Podcasting. Aber ich würde eben halt auch überlegen, ob ich das austausche, ob ich diese einfach den Wandel mitmache oder eben halt die alte Edition behalte, weil ich sie toll finde. Klar, die Entscheidung fällt natürlich schwerer bei Titeln, die man gerne hat, die ich gerne gucke, wo ich irgendwie auch eine Beziehung zu habe, auch wenn das ein komisches Wort ist, Beziehung dazu, aber einen Film, den ich mag, wo ich sage, da möchte ich das behalten. Wie erwähnt, ebenfalls auf Blu-ray sind unheimlich viele schöne Editionen im Pappschuber, im Steelbook erschienen, sodass ich natürlich auch mir diese hier gekauft habe. Und ich glaube, das Wort natürlich ist das häufigste, was ich diesen Podcast benutzt habe. Es ist schon interessant, all diese verschiedensten Versionen kennenzulernen und ich muss sagen, es gibt auch sehr viele schöne Editionen. Auf Blu-ray will ich gar nicht missen. Die Indiana Jones Special Edition im schönen Pappschuber, Avatar mit dem ganzen, die Resident Evil Afterlife Edition mit dem 3D-Inhalt drin ist, ist natürlich auch sehr klasse. Und ich habe jetzt hier nur einen Bruchteil der Special Editions angesprochen. Es gibt hunderte und tausende von verschiedenen Special Editions in jedem Bereich und ich glaube, man kann ganze Videos füllen, nur um einfach mal Special Editions vorzustellen. Ich weiß, es gibt zum Beispiel von Saw eine Edition, die durchsichtig ist mit einer Beschleunigung, also einem kleinen Motor drin, wo die Disc dann gedreht wird und das sieht dann aus wie so ein Kettensägenblatt und auch der Sound wird gegeben. Es gibt Editionen von der Augsburger Puppenkiste, die sind in einer Holzkiste drin. Und das hat man natürlich auch viel bei den DVDs gemacht. Also gerade diese Editionen sind natürlich was Besonderes. Und wenn man die Filme toll findet, sind solche Editionen auch, sammlungswert.
Selbst bei der Videokassette gab es Special Editions. Ich habe eine Indiana Jones Special Edition mit 4 Kassetten. Also es gab damals nur die Teile 1 bis 3. Schön die Kassetten dabei und eine Making-of-Kassette dabei als Bonus oder war als Bonus dabei, die ein Stunt-Video beinhaltete, wo die Stunts gezeigt wurden, also hinter den Kulissen geblickt wurde, wie die Stunts entstanden sind zu Indiana Jones. Diese Edition gab es ganz normal bei uns in Deutschland in einem Pappschuber. Mit den 4 Videokassetten war aber eine Special Edition, die nur bei Reader's Digest erschienen ist. In diesem Fall gab es auch eine Edition von Saturn damals, die hatte nur ein Poster zu den 3 Videokassetten. Also ich habe mir wirklich diese Special Edition damals von Reader's Digest besorgt extra und das ist schon was Besonderes, das Teil. In England ist diese Edition in einem schönen Pappkarton rausgekommen mit schönen Pappcovers, die ein Gesamtmotiv ergaben. Solche Special Editions sind eben halt auch auf der Videokassette erschienen. All das sind natürlich besondere Sammlerstücke. Ich habe auf DVD von Hulk eine Box, eine Plastikbox, wo die Faust von Hulk rauskommt. Also es war vom ersten Hulk-Film mit Eric Banner und von Ang Lee inszeniert. All das sind natürlich tolle Editionen und man fragt sich, wie grade ich jetzt ab, wenn man als Filmsammler sich auch diese Editionen mitgekauft hat? Sagt man sich, okay, mir reicht diese Edition, weil das ist der Film und warum soll ich dann Special Edition haben? So eine Box jetzt mit Hulk, die ist natürlich nicht nur ein bisschen höher als die Videokassette, also gut, 20 cm, sag ich mal, und die ist auch schon 10 cm breit, das ist schon ein ganzer Klopper. Andererseits, auch manche Pappschuber von DVDs beinhalten natürlich auch was Besonderes. Ich habe von dem ersten Hellboy-Film mit Ron Perlman eine Pappedition auf DVD, da ist ein extra Comic dabei. Das gibt es nicht in der Blu-ray-Edition. Oder auch die schöne Edition von Sin City, die so aussieht wie in einer Tasche, wo mit Comic und alles. All das sind besondere Editionen. Und da überlegt man sich wirklich, grade ich ab oder halte ich beide Versionen? Denn das Upgraden rein optisch für den Film, keine Frage, lohnt sich auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt diese neuen Fernseher hat oder Beamer, die HD präsentieren können, dann hat man wirklich etwas wesentlich Besseres zur Verfügung und kann wesentlich mehr den Film genießen. Auch der Ton wird ja wesentlich besser. Mir geht es jetzt um die Frage der Edition. Eben als Filmsammler, wie würdet ihr entscheiden, wenn ihr wirklich sammelt? Ich meine, klar, wenn ihr nicht sammelt oder sagt, mir reicht der Film, logisch, dann kann man upgraden, aussortieren und das war's. Wenn man aber Filme sammelt und lieb hat, und dann diese Editionen, die auch sehr schön sind, dann, wie würdet ihr abwägen? Ich meine, das ist jetzt mal schon eine Frage und ich belasse einfach mal das jetzt, das Thema DVD oder Blu-ray Sammlerprobleme. Oder ich belasse es jetzt bei diesem Podcast so mit diesen abschließenden Worten. Mehr über Filme und wie ich sie finde, findet ihr auf www.shortreview.de. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch im nächsten Podcast wieder einschaltet. Und ja, das war's für diesmal. Und natürlich mit Sascha.